Was geht ab, YouTube-Freunde? Hier ist euer Face wieder mit einem frischen Let's Play to the Passless. Wir hatten in der letzten Folge aufgehört, ich glaube, da hatte ich dieses vielfältige, bis jetzt das größte Rätsel absolviert. Das war, glaube ich, in so einem Kloster. Und heute kommt jetzt die entscheidende Folge. Wir wollten ja jetzt uns mal in die oder auf die obere Plattform wagen. Deswegen legen wir jetzt erstmal sofort los. Starten jetzt erstmal hier fortfahren. So, wir hatten genau hier aufgehört und ich hatte euch ja versprochen, dass wir jetzt in dieser Folge mal uns hier nach oben wagen. Ich weiß nicht, was mich oben erwartet. Ich weiß auch nicht, ob ich das wissen will. Wir machen es aber. So, erstmal, wir fangen jetzt mal ganz entspannt an. Komm mal her. So, komm mal her. Wie geht's dir eigentlich? Alles gut? Bist du ready? Willst du auch ein Let's Play aufnehmen, oder? Ja? Okay. Super. Komm Adlerchen, komm. Okay. Oh, ich sehe da was Rotes. Ich habe da was Rotes gesehen. Genau neben dem Tornado. Ist das überhaupt ein Tornado? Oh, Leute. Oh, ich ahne das Schlimmste. Mein Zuckerherz sagt mir gerade, bevor du da hochschwebst, mach noch einmal dieses kleine Rätsel. Ich hatte euch versprochen, in dieser Folge da hochzugehen. Das machen wir auch, aber ich denke mal, die Gamer unter euch werden es verstehen, wenn ich das jetzt hier nicht einfach links liegen lassen kann. Oh, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Doch, ihr versteht das. Ihr versteht das, wenn ich das hier noch hier kurz machen will. Klar, warum habe ich so Angst? Natürlich versteht ihr das. Das machen wir jetzt ganz schnell, Leute. Alter. Ja, das war's. Ich glaube, das war's. Ja, komm, das ging doch jetzt schnell, oder? Ich glaube, das war's. So. Okay, was erwartet mich jetzt hier? Ich bin aufgeregt. Seid ihr auch aufgeregt? Wahrscheinlich nicht, so wie ich. Ihr denkt euch jetzt einfach nur so, Face, komm, bitte, hör auf mit der Show. Jetzt laber nicht so viel und ab dahin, jetzt nach oben. Okay, Leute. Okay. Augen zu und durch. Nein, Spaß. Oh oh. Jetzt so ein übelster. Jetzt bin ich verwirrt. Damit ich das jetzt richtig verstanden habe, die ganzen Folgen habe ich jetzt dieses eine Ding hier so sehr gehypt. Ich habe das nämlich storymäßig so verstanden, dass wir irgendwie auf so eine obere Plattform kommen. Keine Ahnung, wie sich das die Entwickler überlegt haben. Ich dachte, irgendwie oben ist nochmal so eine Platte. Keine Ahnung. Oder irgendwie auf dieses Gestein dort. Hab so eine übelste Show draus gemacht und das so nach hinten verschoben, weil ich dachte, es gibt kein Zurück mehr. Und letztendlich meinten die jetzt mit der Platte, die Platte, wo ich jetzt hier drauf bin. Also es ging jetzt wirklich nur darum. Aber ich glaube, das war bis jetzt der größte Fail, seitdem ich meinen Kanal gestartet habe. War es mir gerade echt unangenehm, muss ich sagen. Das war's? Das ist das Ding gewesen? Und ich habe das so gehypt.
Ich bin sprachlos. Es tut mir echt leid, Leute. Also, ich glaube, ich habe mich da zu sehr reingesteigert, merke ich gerade. Weil ich habe irgendwo in einem Text gelesen, von wegen zum höher gelegenen Plateau oder wie man es ausspricht, oder zu Platte. Und ich habe das jetzt so verstanden, weil das so krass angekündigt wurde. Ich glaube auch mit einer Cutscene. Und das sieht ja echt schon heftig aus, ne? Sieht jetzt nicht danach aus, als ob das so irgendwie Teil der Spielwelt ist, im Sinne von, was ich schon die ganze Zeit mache, irgendwo schnell nach oben auf so einen kleinen Berg oder so einen Hügel. Das sieht ja schon extravagant und extra inszeniert aus. Ich habe das dann vollkommen falsch verstanden, Leute. Auch vollkommen falsch angekündigt, unnötigen Hype draus gemacht. Es ging ja wirklich nur um diese Platte. Wobei ich jetzt auch wahrscheinlich dann gerade gemerkt habe, dass man dann diese Platte trotzdem nur so erreichen kann. Also es wäre jetzt sowieso so eine Geschichte gewesen, die ich ohne das Ding jetzt hier nicht erreicht hätte. Also schon ein neuer Abschnitt, aber ich habe mir das viel spektakulärer vorgestellt, ehrlich gesagt. Es tut mir echt leid. Okay. Sorry, Leute. Echt sorry. Okay. Scheiße. Genau, aber das ist ein neues Gebiet, merke ich gerade. Ich hatte in der letzten Folge erwähnt, dass ich die Spielwelt so ein bisschen leer finde. Also die Spielwelt ist ja schön, aber guck mal, merkt ihr das jetzt hier, was ich so meine? Das ist so leer. Das ist das ist so sozusagen die Rohdatei. Das ist gerade so ein JPEG oder so ein GIF. Und da wurden so ein paar Sachen. Oh nein. Sauro. Tritt hervor, verbrenne meine Feinde. Okay. Ein neuer Boss. Darauf freue ich mich schon. Den ersten Bosskampf fand ich schon richtig heftig. Der wird wahrscheinlich auch richtig gut werden. Gut werden. Der wird auch richtig gut werden. Könnte ich jetzt quasi direkt zum Bosskampf? Ah, da ist wieder so ein Speed-Test. So eine Prüfung. Was machen wir aber zuerst? Wir gucken uns erstmal das hier an. Ah, das kennen wir doch schon. Ja, okay, so ein paar Rätsel wiederholen sich schon, ne? Nur so ein bisschen anders aufgebaut. Das waren ja diese Säulen, die ich nach und nach anzünden sollte. Man fängt ja mit dem kleinsten an. Oder mit der kleinsten Säule. Genau. Ich hatte das schon letztens schon direkt richtig verstanden. Genau. Nummer 2. Da ist jetzt aber nichts. Okay, jetzt könnte ein bisschen kniffliger werden. Warum ist da nichts? Nee, auch nicht. Okay, das ist nämlich 5, 4, 5, 4, 3, 2. 1 ist nicht da. Okay, das ist doch ein bisschen trickiger jetzt. Muss ich mal herausfinden, warum das so ist. Nee. Hä? Ist doch richtig gewesen. Hä? Ich bin gerade jetzt wieder. Ich war jetzt gerade wieder richtig Brain AFK. Ich hatte doch vorhin Säule Nummer 1 gestartet. Ich glaube, das Ding ist einfach nur so eine Attrappe. So, 1. Oder nicht, Leute? Genau. Nee, nee, dann habe ich jetzt hier gerade einen Denkfehler gehabt. 2. Säule 3 ist hier. Ja, nee, nee, das passt. Das passt. Ich hatte gerade nur einen Denkfehler gehabt.
Hier ist Säule 5. Genau, 4. Okay, passt, passt, passt. Dann ist in diesem anderen Gebäude nichts. Warum auch immer. Ich dachte, das wäre mit so einem anderen Rätsel verbunden. War aber doch nicht so. Ja. Ah, okay. Da erscheint die Belohnung jedoch nicht genau hier drüber. Okay, das Rätsel hätten wir auch. Ich bin heute richtig Brain AFK. Habt ihr das gerade gesehen? Ich habe ernsthaft bei diesem Speedtester gerade diese Pflanzen oder kleinen Bäume als diese Schmetterlinge gehalten. Oh Gott. Face, du bist heute so krass lost, ne? Das Ding verfolgt mich wieder, aber warum? Nein, 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 nicht da hoch. Runter meine ich. So, weg. Weg. Das verstehe ich noch nicht. Warum verfolgt mich das Ding manchmal? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Was führt denn dazu, dass mich das Ding verfolgt? Merkt das Spiel, wenn ich so Brain AFK, so lost unterwegs bin, oder was? Und denkt dann so, boah, Face, dich müssen wir jetzt bestrafen. Ich bin gerade ernsthaft durch diese Dinger gelaufen. Oh, Leute. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, wo das Ding war. Da oben. Heißt, es kommt wieder. Oder? Ja, es kommt wieder. Ja, aber wie soll ich denn jetzt da hin? Ja, nee, ich traue mich ehrlich gesagt nicht. Weil das führt ja genau dahin. Kommt das Ding jetzt näher oder nicht? Oder ist das nur die Aura? Ich probiere es mal. Ich habe so ein bisschen Respekt vor dieser Feuerkuppel, ey, wenn ich ehrlich bin. Oh Gott. Boah, es könnte echt böse enden, Leute. Ja, es könnte böse enden. Boah. Ich glaube, das Ding verfolgt mich. Meine Nase juckt oder mein Bart juckt oder mein Schnurrbart juckt. Oh, es macht zu viel Druck. Es macht zu viel Druck. Alter. So, ich denke mal jetzt nach demselben Prinzip, Leute. So, erstmal beruhigen. Ein bisschen mal runterkommen hier. Und zwar muss ich jetzt wahrscheinlich wieder die verschiedenen Säulen aktivieren, oder? Diese großen Türme. Um das Siegel zu brechen. Ja, wird so sein. Das ist da drin. Ja, komm, wir gehen mal dahin. Auf den Bosskampf freue ich mich richtig, weil ich fand den ersten schon so richtig episch inszeniert. Ich bin mal gespannt, wie der zweite abläuft. Aber der Bosskampf war richtig heftig, oder? Der hat Spaß gemacht. Hoch mit dir. Klar, das Rätsel nehmen wir doch mit. Ist doch logisch. Kannst du nicht einfach weglassen. Wir haben noch Zeit, Leute. So. Wird jetzt auch wieder ganz easy sein.
Man merkte, ich bin schon selbstbewusster geworden, ne, hier in dem Spiel. Am Anfang noch so mega, oh, wie funktioniert dies, wie funktioniert das? Ich weiß direkt, was hier abgeht. Guck mal, ich kann es euch direkt sagen. Also, ganz einfach. Wir kommen erstmal gar nicht drauf klar, auf die Ebene zu kommen. Das nehmen wir mit. So. Komm mit Adlerchen. Oder komm nicht mit. Müssen noch die Platte finden. Komm mal hier mit, komm mal hier mit. Wo ist denn die Platte? Ah, cool. Das nehmen wir mit. Okay. Moment mal. Ah, lass mal los. So. Lass mal die Platte suchen. Hier muss das hin, ne? Okay. Alter. Krass. Wie machen wir das? Genau. Wir lassen das Gewicht jetzt erstmal hier los. Ich habe die Idee jetzt. Also, das Gewicht ist da unten. Ich fliege nach oben. Ich glaube. Ich weiß nicht, kann man es von hier noch anvisieren? Ja. Das kann man. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Oh, bin ich doof. Wir lassen es mal hier. Ich probiere jetzt mal was. Ich glaube. Hier müsste doch die Reichweite noch ausreichen. Ja, okay. Ich habe das gerade so einfach angekündigt und trotzdem so ein bisschen gestruggelt. Hallo? Hallo? Was denn? Habt ihr das gesehen? Was war das denn? So. Komm. Komm. So, jetzt aber. Jetzt flieg mal hier hin. Genau. Komm, 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 komm. So. Boah, endlich, Leute, ey, schwere Geburt. Okay. Hier ist der Turm. Ah, nee, das ist gar nicht so ein Turm zum Siegelbrechen. Ich glaube, hier werde ich wieder nichts anfangen können. Muss ich mal gucken. Das war ja das mit dem Artefakt oder nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier einfach verwenden kann. Ah, doch. Nee. Ein Artefakt fehlt mir. Irgendwas hier in der Nähe. Da. Ja, okay, was heißt in der Nähe? Also ganz in der Nähe ist es auch nicht. Das Fliegen macht hier schon Spaß. Ist schon cool. Das sieht schon geil aus, wenn man so mit der Kamera so ein bisschen spielt. So cinematic-mäßig. Hier war's, oder nicht?
Oh, eine Kiste. Was wird da wohl drinne sein? Ja, was denn wohl? So. Ja, aktivieren. Nee, okay, das ist wieder so ein Feuerspielchen. Hier. Reinschießen. Auf die andere Seite. Und von hier aus wahrscheinlich genau so. So, und damit ist hier hinter was? Nee. Ach. Ehrlich gesagt war das so ein Rateschuss, sag ich jetzt mal. Hab das Ding hier gar nicht gesehen. Oh, ihr Großen, lasst nicht zu, dass seine Anhänger mich hier finden. Okay. So, und jetzt könnten wir sogar den Turm direkt aktivieren. Zwei Artefakte haben wir. Boah, ich finde, in diesem Spiel ist das so, man ist so verwöhnt durch dieses schnelle Rennen, wenn man die Pfeile richtig platziert auf diese Symbole, dass wenn man mal diese Ausdauerleiste nicht mehr hat, dass das dann einem so träge, so langsam vorkommt, ehrlich. Dabei ist es wahrscheinlich trotzdem so ein normales, angemessenes Tempo. Aber weil man halt permanent so schnell läuft, hat man das Gefühl, dass man unnormal langsam unterwegs ist. So, jetzt. Jetzt passt es. Die zwei Artefakte. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Jedes Gebiet, also jeder Map-Abschnitt, hat seine eigene Symbolik, die wiederum für den Boss steht. Also das Symbol steht für den jeweiligen Boss. Und ich muss dann halt immer zwei Artefakte sammeln, um wiederum einen so einen Turm freizuschalten und letztendlich das Siegel zu brechen. Jetzt habe ich es verstanden. Also auf der ersten Map war es ja so, da hatte ich noch das Artefakt von dem ersten Boss. Da habe ich dann auch mal Artefakte gesammelt, bin zu den Türmen gegangen. Hab die Dinger da eingefügt und jetzt hier in diesem Abschnitt ist ja der zweite Boss dran. Das Artefakt-Symbol hat sich geändert. Und auch hier muss ich jetzt wieder diese Dinger sammeln, zu den Türmen hin und diese dann freischalten. Um dann letztendlich das Siegel in der Mitte zu brechen, um dann gegen den Boss zu kämpfen. Und dann kommt wahrscheinlich der dritte Abschnitt und so weiter und so fort. Ich glaube, ich habe das verstanden. Wird auch mal langsam Zeit, also ich habe es bald durchgespielt und dann habe ich es auch noch nicht verstanden. Da schon mal ein Rätsel. Was ist denn? Habe ich das hier unten gemacht? Was ist das denn hier? Achso, hier kriege ich jetzt auch wieder diese Kristalle. Ja, das nervt mich so ein bisschen an dem Spiel. Hatte ich jetzt schon mehrmals erwähnt. Ich weiß nicht, also, ne? Hätte man ein bisschen vielfältiger gestalten können, das Belohnungssystem. Ich meine, wir Menschen ticken ja so, wir sind ja echt simpel gestrickt. Es hätte ja auch so kleinere Skins ausgereicht. Irgendein anderes Tuch. Irgendwie die Kleidung in Blau, Schwarz, Gelb, Grün, Pink, Violett. Wisst ihr, was ich meine? Also nur diese gelben Kristalle da zusammen, ja, ich weiß ja nicht. Also klar, es hat seine Vorteile, ich kann höher schweben und sonst was. Aber ich finde, das Belohnungssystem fühlt sich hier nicht befriedigend an, muss ich sagen. Indem wir unsere Arbeit anderen und nicht uns selbst widmen, nur durch diesen Akt der Nächstenliebe, den die Eidechse uns lehrt, finden wir unseren Weg zum wahren Glück. Bleib wachsam, es gibt immer noch jene, die lieber Blut vergießen, als Trost zu spenden. Und Leute, die Geld spenden wollen? Okay, der war voll schlecht. Nimm mich mit. Oh, hallo. Guck mal, das wäre doch jetzt mal so ein geiles Collectible. Ich habe das Ding jetzt hier gefunden. Ist ja auch nicht zu übersehen. Eine Wand davon mit so einer blauen Aura. Ist ja klar, Geistblick. Aber egal. So, hier ist jetzt so ein gefallener Krieger. Warum kann ich jetzt nicht sozusagen die Rüstung nehmen? Dann habe ich so ein kackbraunes Rüstungsset freigeschaltet. Wisst ihr, was ich meine? Ohne Attribute oder sonst was. Einfach nur skinmäßig. Aber naja.
Darf ich wieder raus? Hallo? Ich kann hier nicht raus. Hallo? Ich konnte nicht raus. Ich konnte den Geistblick nicht machen. Jetzt erst. Was war das denn? Ey, ich kann es schon wieder nicht machen. Immer wenn das Teil kommt, kann ich es nicht machen. Wie unfair ist das denn? Scheiße. Ja. Ey, das ist ja kacke. Ich kann den Geistblick nicht machen, ne? Was für ein Scheiß. Schon wieder. Oh, jetzt kann ich nicht laufen. Oh, komm schon. Ja, ich muss doch hier das Rätsel machen. Das war jetzt. Woran liegt das denn? Warum werde ich denn manchmal von dieser Feuerkugel verfolgt? Das ist mir irgendwie noch nicht so ganz klar. Das habe ich nicht ganz verstanden. Boah, ich brauche dringend mal auch ein bisschen Tempo hier. Das geht ja gar nicht. Ich muss ein bisschen Ausdauer sammeln. Merke ich gerade. Weil ich eben in einer Notsituation nicht weglaufen konnte. Das ist schon ärgerlich. So. Das Rätsel machen wir auf jeden Fall noch zu Ende. Definitiv. Cool. Diese Spiegeltricks. Moment, das Ding aktivieren wir mal. Aha. Okay. Ich hab's verstanden. Und zwar schießen wir jetzt dahin. Ja. Und damit jetzt wahrscheinlich nach oben. Warum auch immer. Wird sich schon herausstellen, warum. Weil wir dann wahrscheinlich von hier oben nochmal eine Fackel anzünden können. Ja. Ja, das Fundament bei den Rätseln ist schon immer dasselbe, oder? Also es ist halt, läuft immer so nach demselben Prinzip mit den Fackeln. Es ist ein bisschen abgeändert immer, muss ich sagen. Also es wiederholt sich eigentlich, wenn man so überlegt, schon irgendwie. Also die Mechanik, aber es ist halt immer so ein bisschen anders gestaltet, immerhin. So, wir machen jetzt erstmal hier so einen richtig coolen, epischen Ausblicksabschluss, indem wir jetzt einfach mal hier so bleiben und diese Folge erstmal so beenden. Eine leichte Brain-AFK-Folge, ja, irgendwie so ein paar Fail-Aktionen gebracht heute. Und wie gesagt, das mit diesen Boss-Gegnern, mit dieser Feuerkuppel, habe ich immer noch nicht verstanden. Das war ja schon auf der ersten Map so, weil das Ding ist ja weit weg. Aber was führt denn dazu, dass mich das Ding manchmal angreift? Dass es halt immer näher kommt, mein Adler verbrennt dann. Also ich habe das irgendwie noch nicht ganz verstanden.
Das System, also das System jetzt. Also den Rest habe ich schon verstanden, aber das mit dieser Feuerkuppel ist noch mir so ein bisschen fraglich. Ein paar Fragezeichen über dem Kopf. Vielleicht könnt ihr mir das ja beantworten. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, was dazu führt, dass ich von dieser Feuerkuppel von dem Boss angegriffen werde. Und was das bringt, wenn mein Adler brennt. Also welche Nachteile es mit sich bringt, weil ich kann ja meinen Adler einfach streichen, alles ist gut. Vielleicht kann mir da mal einer auf die Sprünge helfen, einer das mal kommentieren, mich ein bisschen aufklären, würde mich echt sehr freuen. Ansonsten war es jetzt erstmal mit dieser Folge. Abonniert doch diesen Kanal, um mich zu unterstützen. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin's, euer Face. Ciao.